Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Avorion. Ja, und ja, Klötzchen ist wieder auf Reisen. Und ja, wo geht die Reise hin? Weiß es nicht. Wir müssen uns auf jeden Fall erstmal reparieren. Entweder geht es gleich nach hier unten oder nach hier oben. Da sich oben mehr Blips befinden, denke ich mal, dass es die Reise eher nach da oben hingeht. Nach Nord. Osten. Ich muss mich ganz kurz orientieren. Ich brauche auf jeden Fall Material. Vielleicht werden wir heute mal eine Bergbaufolge einlegen. Ich muss mal schauen. Hier ist zumindest optisch gesehen nirgendwo was, was mich weiterbringt. Kein Eisen, kein Titan. Ich brauche auf jeden Fall erstmal eine ganze Latte an Rohstoffen. Komme ich, glaube ich, überhaupt nicht drum rum. Mal gucken, ob es da hinten was gibt, aber ich glaube eher, hier sieht es relativ mau aus. Da ist Titan. Mal eben eine Kehrtwende einsägen. Ein bisschen abbremsen. So, Titan, ich schalte mal auf meine Bergbaulaser um. Dann fräse ich die mal hier ein bisschen ab. Da vorne ist auch schon Eisen aufgetaucht. Ja, wie gesagt, legen wir heute mal eine Bergbaufolge ein. Das gehört ja auch zum Spiel. Das heißt, auch da müssen wir mal ein bisschen durch. Massig Material sammeln. Ich will nicht immer auf dem Trockenen stehen. Sondern ich will auch mal effektiv weiterkommen. Naja, ein ganz schön schwerfälliger Klotz ist das schon, was ich hier habe. Ist in meinen Augen nicht noch nicht so ganz perfekt, Tomundo. Yep, so. Da ist wieder Eis, Titan. A little bit Titan for the heart. Und da hinten ist auch noch Titan. Das ist gut. Da haben wir unser kleines Asteroidenfeld, was wir uns vorgenommen haben, ja gefunden. Zumindest ansatzweise. Da ein bisschen sammeln können. Ich weiß auch gar nicht mehr, warum ich noch kaputt bin. Wieder ein paar Tage her, dass ich aufgenommen habe, und das hier werden jetzt quasi meine letzten beiden Aufnahmen vom Urlaub in der Vorbereitung. Und dann heißt es für mich entspannen. Dann habe ich genug Folgen, dass ihr erstmal ordentlich abgedeckt seid für über einen Urlaub, wo ich nicht da bin. Und irgendwie, warte mal. Irgendwie passt das mit meinem Mikro hier gerade nicht. Irgendwie hängt er hier so doof rum. So ist, glaube ich, ein bisschen besser. So, fräsen wir mal ein bisschen. Weggefräst. Fräs. So, hier auch noch ein bisschen. Na, komm. Naja. Aber wie ich dieses Zielsystem liebe. So. Hinten habe ich noch irgendwo Titan erblickt. Ich weiß auch gar nicht, wie meine momentane... Da vorne fehlt was. Vorne habe ich Blöcke verloren. Noch Titan erblickt.
mal kurz den Turbo anstoßen, damit wir auch irgendwann mal da ankommen. So. Und wegkratzen. Ratzel, 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 ratzel. Ja, das dauert, ist jetzt nicht unbedingt das Spannendste, aber vielleicht kommen wir uns ja gleich wieder ein paar Piraten über den Weg. Kann ich dann auch so ein bisschen wegschnetzeln. Normalerweise bleibt man bei Avorian ja nicht unbedingt lange alleine. Ich kann gleich jetzt mal gucken, ob ich genug Möglichkeiten habe, quasi mich wieder zu reparieren. Aber ich glaube, es hatte seine Gründe, warum ich mich nicht repariert habe. Aber ich denke, das werde ich gleich wieder herausfinden, ohne mir die letzten Folgen nochmal angucken zu müssen. So, ich schau mal eben. Reparieren. Mir fehlte... Titan. Immer noch? Meine Herren. Naja, so ein bisschen lassen meine Zielfähigkeiten schon zu wünschen übrig. So, aber wir schaffen es trotzdem. So, jetzt müsste ich aber gleich genug Titan haben. Dann bin ich aber blank wieder, was Titan anging. Dann müssen wir erstmal wieder Titan sammeln. Das ist nicht so gut in meinen Augen. Dass ich so viel Titan brauche für so ein bisschen Beschädigung, ist schon heftig. Mampf, Mampf, Mampf. Also ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen meine Flügel erweitern wollen und dann noch irgendwo da unten den Bug noch ein bisschen ausbauen, dass das alles ein bisschen fescher aussieht, alles ein bisschen geschützter ist. Und dann werde ich mein Schiff wahrscheinlich nach hinten erweitern, so sieht zumindest mein Plan aus, aber dafür brauche ich letztendlich Material. Material, Material, Material. Und ich freue mich schon, wenn wir das nächste Mal in Richtung Nanonit kommen. Dann kann ich nämlich erstmal wieder schön hier ein Schild umsetzen. Dann hält sich das mit dem Reparieren hoffentlich einigermaßen in Grenzen. Mittlerweile kann ich ja zusehen, dass ich nach jedem Kampf irgendwie genug Material habe, um mich reparieren zu können. Na, na. Das Problem, was mich so irritiert, sind die Grünen. Weil diese Ziel-Mopeds da. Ich bin immer verlangt, mit den Dingern zu zielen, statt mit meinem Fadenkreuz. Das ist schon ein bisschen schwierig. Aber ich fräse den noch eben weg und dann gucke ich nochmal, wie es mit der Reparatur aussieht. Schieße ich den von hinten weg?
Aha. Interessant. Ach nee, ich hab den... Ach, guck mal, ich hab den Brocken da hinten angegriffen. Das kann alles mal vorkommen. Querschläger. So. Ein bisschen Stein ist gut fürs Bein. So. Und meine Reime. Hört sich an, als ob ich schleime. Naja, reparieren. So, Reparatur. Plump. Da war doch ein bisschen mehr. Und das hat was, ne? Ich muss ein bisschen Farbe, ich muss mal ein bisschen Farbe reinbringen. In das Ganze. Wäre sexy. So, was sagt denn jetzt mein Titan? 1500, das ist nicht so viel. Ich brauche verdammte Hacke noch mehr. Aber ich glaube, so pralle sieht es hier auch nicht mehr aus mit Rohstoffen. Aus dem Asteroidengürtel komme ich, ja. Da war auch nicht die Welt, ne? Nee. I see nothing. Da oben könnte ich nochmal gucken. Da blinkt was, da leuchtet was. Das sieht nach Titan aus. Ja, hier sind wieder ein, zwei Brocken drin. Ich mache mal hier einen Fashion U-Turn. Kann ich mir wahrscheinlich bei der Größe meines Schiffes später auch irgendwann knicken. Aber wenigstens fräse ich mit meinen Abbaulasern ganz gut weg. Ich glaube, einer war Titan, der andere war Eisen, wenn ich mich richtig erinnere. Mal gucken, inwiefern mein Schiff zu so einem richtig schönen Capital Vessel wird. Das ist ja mein Traum. Aber da muss ich überlegen, aber auch mit Jägern zu arbeiten. Aber wenn das nachher so groß ist, dass ich kaum noch navigieren kann. Schwierig. Sehr, sehr schwierig. So. Plopp. Plopp. Schön die Reste noch einsammeln. Da oben leuchtet auch noch ein Titanbrocken. Der wartet auch noch auf mich. Und ich bin noch mal gespannt, wann wir auf den ersten Boss treffen. Hoffentlich bin ich dann auch dementsprechend ausgerüstet. Wäre natürlich echt bitter, wenn das nicht so wäre. So, Moment, hier sind noch kleine Brückchen. Und den hier hat es anvisiert. Fress, 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 fress. Ich fress einfach mal hier runter. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Das muss der letzte Brocken in unmittelbarer Nähe gewesen sein. So. Na, das Stück noch. Ach, mit dem Fadenkreuz. Komm. Irgendwann lerne ich das auch nochmal. So.
Geh mal ganz kurz in den Baumodus. Hab gerade ein bisschen Lust, ein bisschen Detailarbeit zu leisten. Gibt's die überhaupt? Gibt's. Ich möchte mal so ein bisschen, wie gesagt, ich möchte so ein bisschen Details reinbauen. Ja, der hat die wieder hochgesetzt, ne? Dass der die Gittergröße immer und so weiter, die Skalierung Gittergröße immer hochsetzen muss, wenn dann online geht oder offline geht. Natürlich sehr doof. Aber was will man machen? Also ich würde gerne hier zwischen... gerne so ein paar Details bauen. Uppala. Da habe ich was vergessen. Tada! Details sollen natürlich auf jeder Seite gleich sein. Das soll ja auf der anderen Seite nicht anders aussehen als auf der jetzigen. Ist mal fesch, oder? Ist ja mal fesch. Nur hat er... Ach, ich habe die falsche Seite gespiegelt, ich Dödelkopf. Warte mal, ich könnte so... Werde ich mal ganz kurz den hier aktivieren und... Hier die Achse. Nein. Achse. Ja. Haben Balken vor die Brücke gehauen. Warum auch nicht? X ist falsch. Die Y-Seite nach oben. Kann ich nämlich auch schön auf der anderen Seite in der gleichen Höhe die Details setzen. Schön schaut's aus. Schön schaut's aus. Nur so ein kleines Mini-Detail. Jetzt nichts Besonderes. Einfach nur so. Hatte ich jetzt gerade Lust zu. Manchmal überkommt es mich. So, wir wollen dahin. Durch das Nordwesttor. Nehmen Sie erstmal aus dem Baumenü raus. So, Nordwesttor. Nordwesttor, was bist du? Nordost ist falsch. Doch, nee, Nordost ist richtig. Ich habe mich vertan. Durch das Nordosttor. Im Strafe Mode. Gegenschub, rein da. Verdammt. Es lebe die Masse. Weidewitzka. So, und hindurch. Hindurch. Was mich hier wohl erwarten mag? Piraten vielleicht? Wer weiß. Rücketaste leer. Ja, das Ganze, ne? Rumwirbel wie ein blöder Kanzler. Die zu sehen ist hier nicht, aber hier sind Asteroiden. Vorsicht, ich sehe die sehr spät. Hier sind gar nicht wenig Asteroiden. Meine Herren. Guck mal, hier haben wir wieder Titan. Jede Menge Titan. Wunderbar. Das bringt Stoff. Das bringt richtig Stoff. Da haben wir auch wieder ein bisschen Eisen. Ich weiß auch nicht, ob wirklich Bremstriebwerke noch was bringen. Das, was ich mir einfach denke, ist, mit den Trägheitsdämpfern ist es natürlich auch wahrscheinlich schwierig, richtig Schub zu geben. Also wenn ich Trägheitsdämpfer einbaue, dann wird es wahrscheinlich genauso sein, dass der Schub dann langsamer wird. Dann kann ich also quasi schlechter beschleunigen, weil die ja auch, ne, ausbremsen einfach.
Man muss sich irgendwie vorstellen, dass, ja gut, es gibt hier natürlich keine, also eigentlich je Masse. Aber wie war das denn im Weltraum? Wenn man Masse hat, diese beschleunigt, bleibt sie halt auf Kurs. Und ich glaube, je höher die Masse, desto größer die Endbeschleunigung. Aber die Kraft, die du brauchst, je größer die Masse, desto mehr Kraft brauchst du zur Beschleunigung oder irgendwie sowas. Ich bin kein Physiker, ich habe keine Ahnung. Alter, hier explodiert mein Hub gerade vor Titan. Aber irgendwie sowas. Und wenn, ich glaube, ich muss das gleich mal ausprobieren. Die Trägheitsdämpfer, die erhöhen meine Masse. Bin mir da aber jetzt auch nicht gerade so sicher, dass ich der Meinung bin, dass du mehr, wenn du mehr durch die Trägheitsdämpfer mehr Bremsschub hast, dass du dann auch mehr Schub brauchst, um zu beschleunigen. Da muss ich mich aber nochmal kurz schlau gucken. Ich weiß es nicht, aber das denke ich mal. Werde ich dann in der nächsten Folge meinen Angriff... Oh, ey, da. Also, tut mir leid, Leute. Haha! Leck mich! Fett. In der nächsten Folge geht die Abbaufolge leider weiter. Aus diversen Gründen. Hauptsache, wir haben am Ende auch genug Material. Gut, ich werde jetzt hier noch ein bisschen den kleinen Ding hier abbauen und sage schon mal Tschüss. Und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.